Ich sehe da was, was ich nicht sehen will. Geh weg. Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Reborn. Ja, Part... Wir steuern so gut auf die Part 100 zu und ich habe es endlich mal geschafft, hier die Köpfe umzuändern. Ja, doch mal endlich ruhig aus dem Quark. Aber wir machen jetzt erstmal hier gediegen weiter und hoffentlich finden wir jetzt mal bald ein Ende hier in der Kanalisation. Schade, sie halten nicht unsere Pokémon, das habe ich gerade mal gehofft. Wir müssen auf jeden Fall noch irgendwie noch mal fit werden. Da ist ein Item, haben will. Wie komme ich hier ran? Ich sehe schon. Aber ich kann diesen Sack da hinten nicht verschieben. Okay. Ich kann zwar den Wasserstand wieder erhöhen. Aber da wünsche ich mir eigentlich nichts. Okay. Wie komme ich an das Item? Habt ihr eine Idee? Ich habe gerade keine. Gut. Hier haben wir wieder Gegner. Gegners. Mit Voltula vorne bin ich eigentlich ganz zufrieden. Hat einen guten Job geliefert im letzten Part. Und es ist ein Doppelkampf. Und da kommt Titania dazu. Okay, Titania holt wieder ihr Dramokles raus. nicht Dramokles, ihren Doomguard. Okay. Und ja, und nun werde ich demonstrieren, wie angepisst ich eigentlich bin. Okay. Ja, gut. Uff, 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 uff. Harter Tobak direkt hier. Ein Hafnir und ein Pumpkin. Sehr harter Tobak. So, ich will dieses Hafnir erstmal ganz gediegen paralysieren. Und das Doomguard kümmert sich bitte, bitte um Pumpkin. Das wäre Heatwave. Oh. Oh, das tut beiden weh. Ja, Doomguard überlebt das natürlich auch. Doomguard ist Level 80. Okay. Das heißt, es dürfte gar nicht mal so lange dauern, bis wir gegen Titania kämpfen. Du hast Urhafni angegriffen. Warum du... Egal. Phantom Force. Ja, das war klar. Das wirst du nämlich angegriffen, du. Okay, da kommt ein Elfhun. Der kriegt einen Buzzbug ab. Ja, warum auch nicht? Geht daneben. Wieso ging Buzzbug daneben? Ich denke mal, das ist... Ich dachte, das wäre eine 100%-Attacke. Gut, der trifft auch da sehr effektiv. Phantom Force wird ja, nimm mein Gewentula raus. Ernsthaft. Gut. Pyroleo, du hast Lust, habe ich gehört. Du bist immun gegen die Geisterattacken. Du wirst dieses Ding sehr effektiv treffen. Und du und Gar kümmere dich bitte um dieses Knuddeluft. So, Flammenwurf auf Pumpkin. Geht zurück. Noctuska will aber auch kein Flammenwurf fressen. Genauso wenig, jo. Warum? Warum? Einfach nur... Why? Ich kann mit Titania nicht arbeiten. Absolut nicht. Aber jetzt dürfte Pumpkin wieder kommen, ne? Nein? Oh, da kommt ein Dwampor. Ich gehe auf eine Hyper Voice. Das hat eigentlich selten enttäuscht bei Pyroleo. Na, war okay. Nur auf Flash Cannon. Auf Knuddeluft bitte. Danke. Sehr effektiv, dürft's rausnehmen. Jupp.
Sehr cool. Zander. Flurengard, das ist kein Stab-Move. Da, nochmal Voice Up. Jetzt steht er allein da. Jetzt dürft ihr auch ein bisschen stärker sein. Theoretisch. Ja, ist auch. Gut, Flash Cannon dürfte es jetzt rausnehmen. Dankeschön. Und das war's mit Ramper. Jetzt hat der noch Punchin. Oder die beiden. Und da ist Pyroleo perfekt. Ich auch Level 75. Jetzt wird langsam knapp mit dem Level Cap, ne? So, stand aside. Okay, ist es so, ist es wirklich so einfach, für mich, dieses Ende zu nehmen? Na gut. Verstanden? I'm going to kill you. Gott. Titania ist wirklich sehr super. Was? Also nun, die Person, die du warst, ist nun tot. Und ihr beiden geht jetzt ganz weit, weit weg und vergesst, was hier passiert ist. Und startet ein neues Leben. Habe ich mich klar ausgedrückt? Dann geht. Okay. Titania ist nicht so blutrünstig wie eine Saphira, die wir schon getroffen haben. That's really no. Ja. Okay, ich soll durch das Tor gehen. Wir sind wieder voll geheilt. Yay, darauf habe ich gehofft. Wir liegen wieder mit Valraiser, weil wir haben zwei Wasser-Pokémon. Eins kann ich nach vorne setzen. Eins habe ich immer noch in der Hinterhand. Okay, hierfür brauchen wir den Barricade Key. Und es geht weiter. Es geht einfach nur weiter im Text. Es nimmt kein Ende. Go ahead. Okay, sie geht weiter. Und jetzt ist es blockiert. Are you fucking kidding me? Ja, willst du mich verarschen? Ja. So, ich stecke schon wieder fest. Perfekt. Looks the water control. Okay, die hat das die Wasserkontrolle bei sich. Oh, dieses Kontrollgerät. Take care of that, you see. Don't you. Okay, sie wird jetzt das immer einsetzen, was? Und wir müssen dann gucken, wie wir dann weiterkommen. Okay. Titania. Ah, okay, sie hilft uns automatisch. Das ist nett. Gut, jetzt brauchen wir hier die Dinger für hier rüber. Ah, müssen wir aber so machen, my friend. Hier einmal da, okay. Wir testen das mal. Bitte still um, danke. Und das war noch nicht richtig gut. Habe ich mir schon fest gedacht. So, jetzt. Wie sieht das jetzt aus? Einfach mal gucken. Gut, zack, zack. Und jetzt müssen wir noch dahin setzen.
Das geht ganz automatisch. Wenn wir so eine Treppe bekommen, dann wird das Wasser abgestellt. Wenn wir springen müssen, setzt ihr das wieder an. Das ist very nice. Zack, zack. Okay, wir sind weitergekommen. Was? Lass mich mal überlegen. So, da gehen wir hier. Okay. Wir speeden einfach jetzt mal die wilden Kämpfe. Schlupf dich! Nett. Das war nicht gespeedet, ne? Weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Haha! Was passiert, wenn wir da... Wir können das gar nicht so aufsetzen. Okay. Wir brauchen hier einen. So. Und wir brauchen hier einen. So, ne? Was haben wir hier hinten? Nichts. Okay. Und damit kann ich leben. Ah, auf Anhieb richtig. Sehr schön. So, wo kommen wir hier aus? Ja, ich will die Kassation irgendwie mal beenden. Irgendwann mal. So. Wir sind hier. Gut, das ist. Free. Und jetzt können wir. Hier weiter und hier frei. Okay. Ich sehe da was, was ich nicht sehen will. Geh weg. Tschüss. Gut, darauf sind wir aber vorbereitet. Wir haben die Note dafür. Die können wir uns nochmal angucken. Das war doch was, ne? Zwellot, genau, das war hier Schluckweg, ne? Es hat Water Absorb, das müssen wir uns merken. Poison und Water, gut. Das heißt für uns eigentlich, Gventula geht erstmal mit einer Thunderwave drauf. Um das Ding einfach nur zu paralysieren. Wir können auch sofort für Discharge gehen, ne? Discharge hat eine 30%ige Para-Wahrscheinlichkeit. Und das Ding sollte sehr langsam sein. Ja. Wir gehen instant für Discharge. Also ich sehe keinen Grund, das nicht zu machen. Swallow Level 80. Ja, wir müssen für Discharge gehen. Für sehr effektive. Gut, damit ist das auch sehr effektiv. Das Ding hat Hunger. Oh ja. Keine Para. Keine Para. Das war so klar, dass er tötet. Okay. Aha, das ist der Trick dabei. Nett. Kokowai will keine Giftattacke fressen. Pyroleo wird auch sehr effektiv getroffen. Sumpex wird nicht sehr effektiv getroffen. Und kann effektiv reingehen. Jetzt will ich das aber testen mit Stalos. Ganz ehrlich, ich will es testen, weil ob die Attacken überhaupt Wirkung haben auf dem. Der geht für Plage. Okay, der hat gegen Stalos nichts. Dann können wir für den Dick gehen. Das wird ein Stab Dick von einem Attack Boost Stalos sein. Sehr effektiv. Der hat einen Discharge drauf. Discharge bringt dem aber auch nichts. Stalos. Dick hat keine Wirkung oder so? Ach du Scheiße. Und ich kann Stalos nicht mehr auswechseln.
Wegen Plage. Iron Tail. Komm. Ach ja, ist ja ein Wassertyp. Wir haben ein Problem. Stalos war jetzt nicht die beste Wahl. Das Ding ist wieder voll, ne? Ha! Das bringt mir gar nichts. Gut, wir warten jetzt einfach den Dingens ab. In der Zwischenzeit können wir Stalos einmal heilen. Damit er nicht drauf geht. Ja, das Ding kann Stalos aber auch nichts. So, sind wir durch? Können wir switchen? Ja. So, Sumpex. Sumpex, du triffst das auf jeden Fall sehr effektiv mit einem Earthquake. So, Frage ist, auf dem Feld... Ja, auf dem Feld bringt die Earthquake was? Ja, nein, vielleicht. Nein. Okay. Ja. Unsere beste Option war Gventula, ne? Reiser kann auch nichts kann nichts tun. Pyroleo, keine Chance. Kokowai, vielleicht ein Psy-Schock und das war's. Wir haben ein Problem gegen dieses Ding. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Hammerarm bringt nichts. Dive bringt auch nichts. Ja, wir können nur einen Hammerarm drücken. Ha! Ich habe irgendwie gehofft, dass die Bodenattacken hier wirken, hat aber nicht, tut nicht. Ja, lecker. Gut, dieses Swellot. Wir haben da ein little bit Problem. Kokowai. Kokowai. Hast du Bock, dann Psyshock zu... Tut das Ding schneller als du? Das ist sehr effektiv. Nee, es ist neutral, weil es ein Wassertyp wurde, ne? Und wir überleben einen, aber sofort vergiftet. Psyshock, wie viel macht's? Das ist ja ein Tropfen auf einen heißen Stein. Einen Plan. Stalos ist der Einzige, der da wirklich gegenhalten kann, nur wird Stalos nicht viel ausrichten können. Wir könnten gucken, dass wir die Verteidigung senken von dem Ding. Das ist die einzige Möglichkeit. Das Ding ist schneller als ein Pyroleo. Alles klar. Alles klar. Damit hat sich auch diese Strategie in Sand... Bei Reise tust du mir bitte einen Gefallen und frierst das Ding einfach mal ein. Irgendwie. Nicht wirklich effektiv. Discharge. Ah.
Ja, Eiseskälte hätte hier nichts gebracht, weil das Ding einfach ein Level höher ist als Weihreiser. Gut. Stalos. My friend und Kupferstecher. Bodenattacken haben hier keine Wirkung, ne? Wir können einfach nur Rockside drücken. Was anderes können wir gar nicht tun. Du bist zwar immun gegen die ganzen Giftkacke und alles. Du hast eigentlich die besten Chancen gegen dieses Ding. Aber du machst keinen Schaden. Du machst partout keinen Schaden und der Rockslide bringt gar nichts. Das ist... Oh. So, Iron Tail bringt nichts. Außer vielleicht die Verteidigung zu senken. Wir müssen die Verteidigung von dem Ding definitiv senken. Oh, keine Chance, der Trigger. Ach, können wir gar nicht, weil Stalos Ruhe Gewalt hat. Ja, Ja, tut mir leid. Tut mir leid, dass der Part damit gefüllt wird. Habe ich selber nicht mit gerechnet. So, besiegst du bitte Stalos, damit wir jetzt mal kurz eine Strategie gegen dich in Angriff nehmen können. Ich muss dich paaren. Ich muss dich paaren mit Gwentula. Weil anderes sehe ich schon mal erstmal gar nicht zu Anfang. Dann muss ich hoffen, dass Gwentula eine Attacke von dir überlebt. Danke. Wie viel Pokédollar haben wir verloren? 17.000? Wo starte ich? Alter, wie viel Pokédollar haben wir verloren? Gut, das heißt, wir sehen uns mal gleich wieder. Wieder in dem vor diesem dreckigen Schluckweg. Und da sind wir auch schon wieder. Ihr seht schon, ich habe im Team da unten ein kleines bisschen was umgeändert. Und zwar Pyroleo haben wir zurückgelassen, weil Pyroleo bringt uns einfach gar nichts. Und wir haben Simsala dabei. Ja, Simsala. Und ich hoffe mal, dass Simsala hier einiges reißen wird, obwohl es halt nur auf Level 73 ist, nur auf gut Deutsch. Aber es hat uns im letzten Arena-Kampf gute Dienste geleistet und deswegen dachte ich mir, komm, nimmst du mit. Vor allen Dingen kannst du ein paar Attacken, womit wir das Ding ein bisschen behindern können. Aber wir leaden mit Voltula, denn Voltula wird das Ding jetzt paralysieren. So, direkt ein Thunderwave drauf. Gar nicht erst riskieren, diese 30% mit der Discharge. Das Ding hat mehr outspeedet, als ich gedacht hätte. Und deswegen sofort Paar. Bitte sei gefullt parat, damit wir nochmal danke. Tut's nicht. Gut. Daneben nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt sofort auf Kokowai raus. Denn ich habe einen Plan mit Kokowai. Kokowai setzt sofort die Leech Seeds ein, damit dieser Heal von dem gar keine Wirkung mehr hat. Da kommt die Fullpara. Das heißt, wir können eine Attacke rausbringen. Das ist nett. Das heißt, Psyshock können wir auf jeden Fall drücken. Chip Damage. So, da kommt die Sludge Wave. Überleben wir die. Ja, aber das Feld tötet uns. Schön. Gut, die Leashes sind draußen. Das Ding ist angechippt. Ach ja, okay. Jetzt gehen wir mit Alakazam raus. So.
ich möchte mit Alakazam einen Psychoterrang rausbringen, denn damit ist der Heal von dem weg. Definitiv. Und Psychoattacken werden verstärkt. Das heißt für mich, ich setze auf jeden Fall einen Seher ein. Ist das Schwef? Dürften wir jetzt überleben, weil es nicht verstärkt wird? Hoffe ich, hoffe ich. Bitte. Ja, sogar recht gut. Das heißt, eine Psychokinese kriegen wir auch noch raus. Oh, Alakazam, du hast hier, du machst hier gerade einen sehr, sehr, sehr guten Job. Katsching, Psychokinese. Wird hier noch verstärkt in dem Psychofeld. Jawohl, das Ding ist auf jeden Fall tot. Jetzt müsste der Seher noch kommen. Nee, kommt noch nicht instant. Und jetzt hat Stalos nochmal seinen Auftritt. Und kann jetzt nochmal mit einem Schaufler reingehen. Das kann recover! Nein! Geh weg! So, da kommt der Seher. Der wird natürlich auch verstärkt auf dem Feld. Und tut gar nicht so viel. Gut, Leech Seed. Jetzt kommt der Dick. Sehr effektiv. Vom Stalos. Und Stalos. Jawoll. Und so. Da war es überrascht. Ne? Gut. System restarted. Das Ding ist weg. Oh, jetzt haben wir normales Wasser hier, ne? Das Wasser hat sich normalisiert. Gut, gehen wir mit dem Team weiter. Ja, wir gehen erstmal weiter. Wir wollen erstmal gucken, wie es jetzt weitergeht. Das heißt erstmal wieder komplett zurück. Ach komm. Okay, hier schon mal nicht. Ha, ha, ha. Du, 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 du. Oder können wir hier surfen? Nö, ne? Warum soll der Wasserspiegel wieder normal sein? Oh, hier zumindest das Wasser. Und hier ist eigentlich wieder dreckig noch, ne? Also... So ein Dreckladen hier. Oder? Nee, ist normal. Können wir jetzt surfen? Wir können surfen. Und ich hab den Speed noch an. Vielleicht sollte er auch erstmal anfangen. Dann zweimal im normalen Wasser, okay. Wir können surfen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dass wir das können, dass wir es dürfen. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder einen Weg zurück nach Titania finden, ne? Na, guck mal, Lola Slime. Gut, das heißt, wenn wir hier surfen können, kann ich auch jetzt das Item da erreichen, ne? Ja. Die Scope-Linse. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Erhöht Volltrefferchancen. Schönes Item. Sehr, sehr, sehr schönes Item. Gut. So. Fight ist, ja, hast du was gefunden? Okay, let's do this. Haben wir gerade erklärt, was jetzt hier abgeht. So, einmal absenken und jetzt wieder frisch. Zack, Wasser ist da. Ha! Been a while. Jetzt, Wasser ist wieder klar.
Gut, das heißt, wir können das Rätsel noch eben hier lösen. Ah, jetzt können wir auch hier überall rumsurfen. Das ist total geil. Dass wir es jetzt können. Nur wie geht's weiter? Ach, da hinten. Da vorne. Ich hab's gesehen. Ja. Hier geht's weiter. Zack. Und nu? Kommen wir noch zurück. Okay. Kann ich irgendwie zu dir, Titania? Oder gibt's hier irgendwie einen Weg? Dort oben ist so eine Lightshard. Gut, das heißt, da wird wahrscheinlich der Final Kampf stattfinden. Und wie kommen wir jetzt weiter? Also hier kommen wir ruhig, ne? Durch, das ist klar. Hier kommen wir ruhig durch. Mhm. Aber hier kommen wir nicht weiter. Nein, ich will hier weiter. Warum können wir da nicht... Vielleicht. Nee, kann auch nicht. Das kann doch nicht. Dass wir hier überall klare Wasser machen müssen, damit die Wege frei werden. Oder? 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 Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal wissen. Und im nächsten Part können wir das dann auflösen. Alles klar, euch noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, euer Röhnchen. Ciao.